So, kommen wir jetzt nochmal zu einer kleinen Fragerunde. Die habe ich auf meinem Blog gestartet, weil es mir auch sehr wichtig ist für die Leute, die wirklich den Kauf in Erwägung ziehen von den beiden Pfeifen, auch nochmal speziell darauf einzugehen, sage ich mal. Wir fangen am besten direkt mal an. Ich habe mir die hauptsächlichen Fragen aufgeschrieben. Sick Cloud wollte wissen, welche Shisha den besseren Durchzug hat. Das habe ich schon erwähnt. Die NPS hat einen besseren Durchzug als die Shisha MNG. Meine Meinung zum Durchzug habe ich auch schon gesagt. Außerdem wollte er wissen, welche Shisha insgesamt schwerer ist. Die NPS ist schwerer, definitiv durch die größere, also durch die, was sage ich, größere, durch die schwerere Bowl, denke ich mal, ist da der Hauptunterschied. Die Säulen wiegen, wie gesagt, gleich viel. Das ist 5 bis 20 Gramm Unterschied, sage ich mal, ja. Und ansonsten ist die NPS um einiges schwerer, was aber auch kein wirklicher Vorteil ist. Die genauen Werte, wie viel irgendwas wiegt, ist meiner Meinung nach totaler Schwachsinn. Ich kann jetzt auch eine halbe Stunde hier vorm Video sitzen und die Sachen wiegen, aber das macht keinen Sinn, weil im Endeffekt spielt es keine Rolle, wie massiv die Pfeifen sind. Die Pfeifen sind beide sehr massiv, ganz einfach. Blubbertasche wollte wissen, was diesen hohen Preis rechtfertigt. Ja? Dieser hohe Preis, man muss ganz klar sagen, man hat mit diesen Pfeifen kein tolleres Raucherlebnis als mit einer Mia-Pfeife, die ungefähr 70 Euro kostet. Also wie gesagt, ihr könnt mit den beiden Pfeifen nicht besser rauchen als mit anderen billigeren Pfeifen auch. Die Shisha an sich, also das Gerät an sich, trägt nur sehr wenig zur Rauchentwicklung bzw. zum Geschmack bei. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, muss ich mir unbedingt so eine Pfeife kaufen für 150 Euro, kann ich definitiv sagen, nein. Ihr werdet mit jeder anderen Pfeife, auch mit einer Mia Cosmos, genauso cool rauchen können wie mit einer NPS oder Shisha MNG. Der Preis rechtfertigt sich in dem Sinne, dass die Materialien eben wirklich sehr, sehr hochwertig sind und dass die Pfeifen einfach vom Durchzug her auch das oberste der Liga darstellen, sage ich mal. Ob sich der Preis wirklich rechtfertigt, ist eine Frage. Müsste man wissen, wie viel das alles in der Herstellung kostet und hin und her. Das fällt aber dem normalen Raucher auch gar nicht auf und deswegen will ich nichts weiteres dazu sagen. Wie gesagt, mit normalen, billigeren Pfeifen könnt ihr genauso gut rauchen wie mit der Shisha MNG oder der NPS. X-Ray hat gefragt, ob sich die Farbe bei der Shisha MNG ablöst. Dazu habe ich auch schon im Video was gesagt. Die Farbe ist sehr, sehr gut, löst sich nicht ab. Was man noch speziell betrachten muss, ist, dass die Kohle, wenn man die Kohle auf den Kohleteller legt, wie sich der Kohleteller verfärbt, ob bei der Shisha MNG oder bei der NPS. Also bei dem silbernen Kohleteller, kann ich jetzt nicht zeigen, ist gerade aufgebaut, ist egal. Bei dem silbernen Kohleteller gibt sich das nicht so viel. Wenn man drei Kohlen drauflegt und die eine Stunde drauf lässt, dann verfärbt sich der Kohleteller. Egal ob bei der NPS oder bei der Shisha MNG, er verfärbt sich. Was interessant ist, was ich getestet habe gerade, verfärbt sich der Kohleteller auch, wenn er quasi mit Farbe angesprüht ist, wie bei der Shisha MNG zum Beispiel. Und man sieht hier vielleicht ganz gut, ja, er verfärbt sich. Also wenn man die Kohle wirklich eine Stunde auf dem Kohleteller liegen lässt, dann geht die Farbe definitiv flöten. Ich denke mal, das ist selbstverständlich. Es gibt keine Farbe, die irgendwie hitzeresistent ist oder so. Wie gesagt, man sieht es hier ganz gut, wenn man den Kohleteller wirklich stark beansprucht, dann wird er natürlich die Farbe darunter leiden. Ich hoffe, ich habe damit deine Frage beantwortet. Arno hatte auch gleich zwei Fragen gestellt, und zwar gibt es die Möglichkeit einer Fusion. Ja, also er wollte wissen, ob man eben die NPS-Säule zum Beispiel mit der Bowl von der Shisha MNG vereinen kann. Das ist nicht so, bei der NPS werden nämlich Feingewinde verwendet und diese Gewinde passen nicht auf eine Shisha MNG. Genau umgekehrt passt auch eine Shisha MNG-Säule nicht auf eine NPS-Bowl. Es funktioniert nicht, weil eben die Gewinde unterschiedlich sind. Außerdem wollte er noch wissen, worin genau besteht der Unterschied Messing und Edelstahl? Bitte auch die Eigenschaften beleuchten. Dazu habe ich auch was gesagt im Video. Und zwar kann ich als Laie, sage ich mal, als Laie, was Metall angeht, nicht genau sagen, in welchen Eigenschaften die sich unterscheiden. Ich kann dir nur sagen, vom normalen Rauch her unterscheidet sich da gar nicht. Das ist identisch, ob V2A oder Messing. Dem Rauchvergnügen macht das keinen Unterschied. Also während dem Rauchen wird man da null Unterschied feststellen können. McManuel hat auch zwei Fragen gestellt. Sind die 30 Euro Aufpreis für die NPS V2 zur normalen NPS Messing gerechtfertigt? Meiner Meinung nach natürlich überhaupt nicht, habe ich auch schon im Video gesagt. Die V2A unterscheidet sich, wie gesagt, nicht von der Messing, deswegen kann ich nur jedem raten, wenn ihr euch überlegt, eine NPS zu kaufen, dann kauft euch die NPS Messing. Außerdem wollte er noch wissen, welche NPS glänzt schöner. Ja?
Da kann ich wirklich dazu sagen, dass sich die Pfeifen überhaupt nichts geben. Ja. Also beide glänzen genauso, man merkt da, der Laie merkt da keinen Unterschied. Ja. Also vom Glanz her merkt er da wirklich keinen Unterschied. Wie gut ist die NPS, wenn alle Schläuche besetzt sind, beziehungsweise vier Personen gleichzeitig rauchen? Das wollte Matze wissen. Habe ich auch schon gesagt, wenn vier Schläuche angeschlossen sind und alle mit vier Schläuchen gleichzeitig gezogen wird, dann leidet der Durchzug. Definitiv, dann ist der Durchzug schlechter als bei der Shisha-NG, wenn man mit vier Schläuchen auf einmal raucht. Das ist, denke ich mal, klar. Man sollte idealerweise nur mit zwei Schläuchen gleichzeitig rauchen. Henning wollte wissen, bei welcher Pfeife ich den dickeren bekomme. Ja, das kann ich dir leicht beantworten. Ich habe ein brutalstes Hörnchen bekommen von dieser Pfeife hier, weil die mir vom Design her wirklich sehr, sehr, mich sehr, sehr anspricht. Das ist eine persönliche Meinung. Und das Design finde ich einfach von der Blue Arctic oder Arctic, wie die heißt, bei der Shisham NG, das Design ist einfach geil und da ist mir übelst einer abgegangen. Baby Milo wollte wissen, lohnt es sich überhaupt für so viel Geld einen dieser Pfeifen zu investieren? Da habe ich auch schon was dazu gesagt. Wie gesagt, ihr habt mit dieser Pfeife keinen merkbaren, besseren, geileren Rauchgenuss. Ihr könnt auch mit einer 50-Euro-Pfeife genauso gut rauchen wie mit einer normalen, weil, wie gesagt, die Pfeife an sich nicht viel an Geschmack und Rauchentwicklung ändert, sage ich mal. Ja. Mac Falder wollte wissen, ob es Probleme gibt bei der Shisham NG bezüglich der Gewinde. Kann ich sagen, nein. Ich habe jetzt zwei Shisham NGs getestet, lange Zeit, und die Gewinde laufen einwandfrei. Ist auf jeden Fall alles super. Ist nicht so fein geschnitten, nicht diese feinen Gewinde von der NPS, aber das ist nicht nötig, weil die Gewinde laufen sehr, sehr gut. Egal welche Gewinde von irgendeiner Pfeife, ihr müsst definitiv die Gewinde reinigen, ihr müsst sie putzen. Oma, geh mal bitte durch die Tür, ich nehme doch gerade auf. Bitte? Geh mal bitte rein. Ja, das ist meine Omi. Und wo war ich jetzt gerade? Sorry. Genau, wie gesagt, die Gewinde geben sich nicht viel. Kleiner Unterschied zur NPS, aber die Gewinde sind beide sehr, sehr gut. Gehen wir weiter. Phil994 wollte wissen, wollte Detailaufnahmen von den Schlauchanschlüssen. Ich glaube, ich habe das ganz gut gezeigt, die Detailaufnahmen. Wie gesagt, der Schlauchanschluss von der NPS ist ca. 6 bis 7 mm Durchmesser. Und da gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen. Außerdem wollte er wissen, funktionieren die Ventile gut? Ja, also das Rückschlagventil zum Rauch ausblasen. Kann ich euch sagen, funktioniert bei beiden Pfeifen einwandfrei. Da gibt es keine Probleme. Wenn man bläst, schießt die Kugel nach oben ins Ventil und der Rauch kommt raus. Und wenn man zieht, blockiert die Kugel und man kann ganz normal rauchen. Da gibt es keine Probleme. Katana Rider wollte wissen, ob die V2A wirklich rostet oder nicht. Da habe ich auch schon was zu gesagt. Es ist wirklich schwer zu sagen, ob es Rost ist oder ob es irgendwelche Ablagerungen sind. Auf jeden Fall hat man des Öfteren gehört, dass bei der V2A, wenn man sie länger stehen lässt, diese kleinen Ablagerungen entstehen. Ich habe ja auch schon Bilder gezeigt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann nicht überprüfen, ob das Rost ist oder so. Dafür habe ich einfach zu wenig Ahnung. Es ist definitiv braun und es ist definitiv ins Metall gefressen. Also man kann das nicht leicht abkratzen oder so. Deswegen schließe ich davon, dass es Rost ist. Aber ich denke, da gehe ich nicht weiter ein, weil ich einfach auch ein Laie bin, was Metalle angeht, habe ich auch schon gesagt. Da möchte ich einfach mich außen vor behalten. Wie gesagt, ich kann die Messing mehr empfehlen als die V2A. Chester23 wollte wissen, mich würde am meisten interessieren, wie du in dem einen Video vom Diffusor auf das NPS Taucher bekommen kannst. Ja. Zum Diffusor werde ich jetzt gleich mal meine Pfeifen aufbauen und euch das Ganze zeigen.